hallo liebe S. Oliver Baskets Fans. Herzblatt-Ausgabe, die zweite aus Belgrad hier im Trainingslager. Nach Konstantin Ebert ist heute Max Ukrai dran. Max ist auch auf der Suche nach einer Freundin. Jetzt zieh schon mal das Trikot an. Und ist echt ein netter Kerl, so viel von meiner Richtung aus. Und ja, am besten stellst du dich auch mal selber vor, Max. Ja, hallo, liebe Baskets-Fans. Also, wie der Ruben schon angekündigt hat, ich stehe auf Frauen. Ja, also, ich bin nicht auf der Suche nach einem Freund, sondern eher nach einer Freundin. Gut, dass du es doch mal gesagt hast. Jetzt sei mal, Konsti, komm, du. Du hattest deine Chance. Wenn der Kuchen redet, dann sind die Krümel ruhig, oder genau. Wie das heißt, okay? Ich bin, wie gesagt, bei den S. Oliver Baskets, bin die Nummer 6, ja, schon jetzt im zweiten Jahr. Viele Leute kennen mich auch als Irish, das liegt wohl an meinem super Aussehen und an dem rot, leicht rötlichen Bart. Ja, aber sonst heiße ich Max Ukrai, ich spiele Basketball bei den S. Oliver Baskets und ich lese gerne, ich reite gerne, ich gehe gerne spazieren. Am Sonntagabend lese ich sehr gerne Zeitung und der Tatort interessiert mich. Also hör ich das richtig raus, dass du eher der romantische Typ bist? Ich bin wirklich mehr der romantische Typ, auch wenn man jetzt meinen könnte, dass ich das nicht sein könnte, aber ich versuche mich schon in die Richtung zu entwickeln und da auch meine Stärken dahingehend auszulegen. Ja. Ja, Irish, was mich auch interessieren würde, wie sollte denn deine Traumfrau aussehen? Also meine Traumfrau sollte aussehen, da bin ich eigentlich relativ offen, ja. Also sie sollte einen super Charakter haben, ja. Ich Spaß gerne mit meinen Freunden und auch dann mit meiner Freundin, der eventuellen. Ich bevorzuge auch keine Haarfarbe, also das ist blond oder brünett, ist eigentlich egal. Oder auch schwarzhaarig. Rothaarig müssen wir dann mal gucken. Das ist aber natürlich nicht gegen Rothaarige, sondern du hast Angst, dass die Kinder dann komplett rot werden. Genau, also wenn dann meine rötliche Färbung reinkommt und dann noch ihre rötliche Färbung, dann wird das ja... Das, ich weiß, Apache. Das ist Apache sozusagen. Ja, das war's eigentlich so. Ich bin ein unkomplizierter Typ, denke ich. Wie kann man dich denn erreichen als interessierte junge Dame? Ja, ich habe Facebook natürlich, bin da nicht so auf Instagram aktiv wie der Konsti, aber Snapchat habe ich auch, da findet man mich als IrishMU, falls ihr mich adden wollt. Wofür steht das MU? Für Max Ukrai, also... Das macht natürlich Sinn. Das macht Sinn. Du bist auch begeisterter Quizduell-Spieler, habe ich gehört? Ich bin begeisterter Quizduell-Spieler, also da heiße ich Irish Airball. Der Name hat sich letztes Jahr gefestigt, nachdem ich eigentlich ganz gut getroffen hatte, aber nur ab und zu mal einen Airball eingestreut habe. Ja, das freut mich. Ja, das also, liebe Mädels, die zwei Singles, die würden sich wirklich freuen, endlich mal Kontakt mit Frauen zu haben, sind in jeder Hinsicht noch recht unerfahren, aber was nicht ist, das kann ja noch werden, ja? Also, in diesem Sinne,